Kennt ihr sie nicht auch? Die endlosen Schlangen an LKWs, die wie an einer Seidenschnur auf der Autobahn die rechte Spur blockieren und nicht nur den Autofahrern, sondern auch Anwohnern und uns Logistikern immer wieder die Nerven rauben? Es gibt eine kostengünstige, sichere und umweltschonende Alternative hierzu, nämlich den sogenannten kombinierten Verkehr, um den es in diesem Video gehen soll. Wir werden in den nächsten Minuten über die Vor- und Nachteile sprechen und auch kurz beleuchten, wann es Sinn macht, Sendungen auf die Schiene zu verlagern und wann der LKW das beste Verkehrsmittel ist. Viel Spaß in diesem Video. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf dem Logistikkanal, deinem Kanal für alles Wissenswerte rund um das Thema Logistik. Mein Name ist Horst Götz und heute kümmern wir uns mal um den kombinierten Verkehr. Dieses Video wird euch präsentiert von Gruber Logistics. Als einfaches Transportunternehmen in Familienbesitz gegründet, hat sich Gruber Logistics zu einem multinationalen Unternehmen entwickelt, das in ganz Europa aktiv ist. Gruber Logistics bietet Logistik- und Transportdienstleistungen, die alle Aspekte der B2B-Wertschöpfungskette abdecken. Kernbereiche des Unternehmens sind Teil- und Komplettladungen, See- und Luftfrachtspedition sowie Sondertransporte. Darüber hinaus verwaltet Gruber Logistics Logistikzentren und integriert damit verbundene Dienstleistungen. Dekarbonisierungslösungen wie Intermodalität oder der Einsatz alternativer Kraftstoffe sind Elemente, die das Unternehmen auf dem Markt kennzeichnen. Vielen Dank an Gruber Logistics für die Unterstützung bei der Ausarbeitung dieses Videos. Und jetzt legen wir auch los mit der Frage, was der kombinierte Verkehr eigentlich genau ist. Der kombinierte bzw. intermodale Verkehr ist die sinnvolle Verknüpfung unterschiedlicher Verkehrsmittel, bei dem der Vor- und Nachlauf auf der Straße durchgeführt wird und der größte Teil der Strecke, also der Hauptlauf, mit der Eisenbahn, dem Binnen- oder dem Seeschiff zurückgelegt wird. Hierbei wird das gesamte Transportgefäß, zum Beispiel der Container, der Auflieger oder die Wechselbrücke, im Ganzen umgeschlagen. Die Ware verlässt also das Transportgefäß während des gesamten Transportes nicht. Der Begriff des kombinierten Verkehrs oder auch des kombinierten Ladungsverkehrs, kurz KLV, wird übrigens bei der Kombination Straße-Schiene und der Begriff des Intermodalverkehrs bei der Kombination Straße-Schiene-Schiff verwendet. Der Begriff gebrochener Verkehr hat im Grunde die gleiche Bedeutung und wird in diesem Zusammenhang auch gerne verwendet. Im kombinierten Verkehr Straße-Schiene unterscheidet man übrigens zwischen dem begleiteten und dem unbegleiteten Kombiverkehr. Der begleitete Kombiverkehr ist den meisten als rollende Landstraße bekannt, bei der ein LKW auf speziellen Niederflurwaggons auffährt und der Fahrer während des Transportes die Zeit in einem angehängten Personenwaggon verbringt. Beim unbegleiteten Kombiverkehr wird der Auflieger oder die Wechselbrücke mit dem Brückenkran oder einem sogenannten Reach-Stacker auf einen Trag- bzw. Taschenwagen verladen und auf dem Hauptlauf transportiert. So, nachdem wir nun geklärt haben, was der kombinierte Verkehr eigentlich ist, lasst uns doch mal über die Vorteile sprechen. Zunächst einmal sei gesagt, dass das maximal zulässige Gesamtgewicht der LKW im kombinierten Verkehr von 40 auf 44 Tonnen erhöht ist, wodurch größere Lademengen transportiert werden können. Wichtig ist dabei, dass als Vor- bzw. Nachlauf nur Wegstrecken von 200 oder weniger Kilometer zum oder vom Terminal gelten. Zudem gibt es Steuervergünstigungen, da Fahrzeuge, die im Vor- oder im Nachlauf zum kombinierten Verkehr eingesetzt werden, von der Kfz-Steuer befreit sind. Doch Achtung, wenn ein solches Fahrzeug für einen normalen Straßentransport herangezogen wird, muss dies dem Zoll gemeldet werden. Es handelt sich dann nämlich um eine sogenannte zweckfremde Benutzung und dafür würde der Steuervorteil nicht gelten. Und dann, ja klar, hätten wir natürlich noch das Thema Umweltfreundlichkeit. So wurden beispielsweise im Jahr 2019 laut dem Umweltbundesamt durch einen LKW im Schnitt 111 Gramm an Treibhausgasen pro Tonnenkilometer produziert, während es bei der Güterbahn nur 17 Gramm waren. Klingt doch toll, oder? Wieso wird da nicht jeder Transport mit der Bahn abgewickelt? Kommen wir also mal zu den Nachteilen. Ein großer Nachteil sind natürlich die festgelegten Ankunfts- und Abfahrtszeiten sowie immer wieder vorkommende Engpässe, da sowohl die Terminals überlastet sind, als auch das Rollmaterial fehlt, also die Loks und Waggons.
Dem wird mittlerweile allerdings entgegengewirkt, indem man das Terminalnetz immer weiter ausbaut und den Fuhrpark auf der Schiene vergrößert. Mit anderen Worten, mit der Verlagerung des Transportes auf die Schiene verliert der Spediteur einiges an Flexibilität und je nach Fahrplan dauert der Transport auch länger als mit dem LKW. Besonders kritisch wird es natürlich dann, wenn Züge ausfallen und wir alle wissen ja, wie häufig das passiert. Wer aufgepasst hat, der wird bemerkt haben, dass ich bewusst noch nichts über die Kosten gesagt habe. Nun, es ist nämlich so, dass so ein Transport auf der Schiene günstiger sein kann als ein reiner Straßentransport, er kann aber auch deutlich teurer sein. Ich glaube, das sollte ich etwas genauer erläutern. Die meisten Kunden möchten den Transport ja so günstig wie möglich haben. Ich glaube, das ist klar. Daher muss der Spediteur entscheiden, wann es Sinn macht, die Ware für den Hauptlauf auf den Zug zu laden und wann er direkt den LKW für den Transport einsetzt. Denn wenn man die Schiene direkt mit der Straße vergleicht, wird man feststellen, dass ein Trailer auf der Schiene vielleicht sowas wie 75 Cent je Kilometer kostet und ein Trailer am LKW vielleicht 1,50 Euro je Kilometer, also etwa doppelt so viel. Jetzt sieht es natürlich so aus, als ob man in jedem Fall die Sendung auf den Güterzug verladen sollte. Was Nicht-Logistiker aber gerne vergessen, ist die Tatsache, dass der Zug eben nicht direkt beim Empfänger hält und man damit so oder so einen LKW benötigt, der die Sendung im Umschlagsterminal abholt und diese dann zum Empfänger bringt und damit den sogenannten Nachlauf erledigt. Die An- und Abfahrtskosten des LKW zum Hafen und vom Empfänger wieder weg werden natürlich vom Unternehmer ebenfalls in Rechnung gestellt. Lasst uns doch mal ein Beispiel machen. Wir haben einen Trailertransport von Köln nach Frankfurt. Nehmen wir mal an, die Übernahme des Trailers in Köln und das Abladen am Kölner Umschlagsterminal Köln-Niehl kostet den Spediteur 200 Euro. In den 200 Euro sind natürlich nicht nur die Kosten für den Transport, sondern auch die Handlingsgebühren am Terminal enthalten. Wie gesagt, lasst uns einfach mal von den 200 Euro ausgehen, das ist etwas einfacher zu rechnen. Der Transport mit dem Güterzug von Köln nach Frankfurt kostet 75 Cent je Kilometer, also in etwa 200 Kilometer mal 75 Cent macht 150 Euro. Der Nachlauf, also die Übernahme am Umschlagsterminal in Frankfurt und das Verbringen des Trailers zum Kunden, kostet ebenfalls 200 Euro. Wenn wir jetzt also die Kosten aufsummieren, erhalten wir Kosten von insgesamt 550 Euro. Vergleichen müssen wir das Ganze ja jetzt mit dem direkten Transport von Köln nach Frankfurt, wenn der LKW fährt. Zumindest wenn wir für einen Moment mal die Umweltbelastung außer Acht lassen und uns rein die Kosten anschauen. Der Kölner Frachtführer würde die Ware direkt beim Kunden in Köln abholen und entlädt die Ware nach etwa 3 Stunden Fahrzeit in Frankfurt. Dafür berechnet er Kosten in Höhe von 200 Kilometer mal 1,50 Euro, also 300 Euro. Ab Frankfurt hat er dann eine Rückladung in den Kölner Raum. Wie man sieht, ist es bei solchen Kurzstreckentransporten also nicht wirklich sinnvoll, die Verkehrsmittel miteinander zu kombinieren. Spediteure können natürlich berechnen, ab wann es Sinn macht, einen solchen Transport auf die Schiene zu verlagern. Im Prinzip ist das nichts weiter als eine Break-Even-Analyse, die ich euch jetzt mal hiermit erspare. In unserem Beispiel sind das jedenfalls in etwa 600 Kilometer. Das bedeutet, ab einer Strecke von 600 Kilometer lohnt es sich mal darüber nachzudenken, ob man die Eisenbahn für den Hauptlauf einsetzt oder nicht. Auch wenn nicht jeder Transport auf die Schiene verlagert werden sollte, steigt die Menge an Einheiten, die mit der Eisenbahn jährlich transportiert werden, und das ist ja auch Ziel der aktuellen Politik. Wenn wir uns nun mal die Anzahl der transportierten Container und Trailer von 2010 bis 2018 auf der Schiene anschauen, dann sehen wir in diesem Zusammenhang einen Anstieg von über 43%. Ihr merkt, in vielen Fällen überwiegen die Vorteile des kombinierten Verkehrs, auch wenn man dadurch etwas an Flexibilität einbüßt. Aber gerade bei langen Transportstrecken ist der kombinierte Verkehr eine echte Alternative und oft günstiger als ein reiner Straßentransport. Jetzt würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Stimmt ihr dem Video zu? Habt ihr bereits Erfahrungen mit dem kombinierten Verkehr machen dürfen? Wollt ihr vielleicht sogar mehr zu dem Thema wissen? Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like. Und wenn ihr die nächsten Videos des Logistikkanals nicht verpassen möchtet, dann abonniert gerne jetzt den Kanal und aktiviert die Glocke. An dieser Stelle auch nochmal ein Dankeschön an das nette Team von Gruber Logistics für die Unterstützung in diesem Video. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Macht's gut, bis dahin und ciao, ciao.